Ah, Baumwolle, Zucker, Bronze. Es gibt in dem Spiel auch ein Crafting-System. Man kann verschiedene Rezepte zum Beispiel kochen, Nahrungsmittel und Rüstungsgegenstände herstellen und Waffen. Zu dem kommen wir aber erst nach dem Tutorial hier. Ah, das kann ich mir vorstellen, dass Castlevania 2 durch das Schnellspeichersystem des NES-Minis profitiert. Das stimmt. Ja, Castlevania 2 gilt nicht gerade als die Zierde seiner Zunft. Ich meine, das ist ein cooles Spiel, aber es hat einfach ein paar Features, die waren mutig, aber haben sich letztendlich als nicht gerade super gut rausgestellt. Schon alleine, dass alle paar Minuten dieser ewig lange Wechsel zwischen Tag und Nacht kommt, der dann nach einer gewissen Zeit in den Wahnsinn treibt. Ah, wir haben die Map gefunden, das ist gut. So eine Map kann man immer brauchen. Level up! TM-Kugeln. Okay, und Zucker. Oben werden gerade ein paar andere Spiele fertig, die ich schon vorbereitet habe für den Stream heute. Oder zumindest mal auf der, damit ich ein paar Indie-Spiele noch in der Hinterhand habe. Ah, ein Kurzschwert. Sehr gut. Rüsten wir das mal aus. Das ist auf jeden Fall stärker als das Messer. Wahrscheinlich aber auch langsamer. Ja, hat einen ganz anderen Angriff. Aber cool. Mehr Reichweite ist auch echt nützlich. Haben wir den gerade geköpft, obwohl wir auf sein Schienbein gehauen haben? So kann es manchmal gehen. Okay. Die Bücher, durch die lernt man im Grunde neue Bewegungsmöglichkeiten. Ich weiß gar nicht, ob man die auch kann, wenn man die Bücherregale nicht findet. Ich glaube fast nicht, oder? Bin mir aber gerade gar nicht hundertprozentig sicher. Ah, Speicherraum. Und weiter geht's. Ich wollte das Spiel schon lange mal in einen Random Drop packen, um es einfach ein bisschen zu demonstrieren. Und ich habe mir gedacht, das passt doch jetzt perfekt bei diesen Indie-Streams, dass ich eben auch Spiele, die ich euch einfach schon lange mal zeigen wollte, mit aufnehme. Und nicht nur Spiele, die ich selber noch gar nicht kenne. Was habe ich denn gerade bekommen? Einen neuen Schal, der ein bisschen besser ist. Cool, nehmen wir. Es gibt auch wirklich viele Waffen, die viele verschiedene Angriffsmuster auch haben. Da kann man wirklich viel rum experimentieren. Au. Und es gibt sehr viel, so wie das hier, Rätsel, die man noch nicht lösen kann. Oder sehr viel Wege, die man auf Anhieb nicht gehen kann. Metroidvania typisch halt. Es lohnt sich immer mit neuen Fähigkeiten, die alten Gebiete nochmal zu durchsuchen. Kriegt man teilweise echt coole optionale Schätze und Ausrüstungsgegenstände. Und natürlich gibt es auch das Äquivalent zum super nervigen Medusa-Head aus Castlevania. Darf in keinem Teil fehlen. Alle hassen sie. Wobei, das ist nicht wirklich ein Medusa-Head. Medusa-Heads müssten eigentlich eher von links nach rechts oder auch rechts nach links über den Bildschirm fliegen in Wellenbewegungen. Macht das Ding ja nicht. Das Ding ist eine ganz andere Art von nervig. Oh, Gott sei Dank. Hast du dir mal Shell Nor Legends angesehen? Nee, das sagt mir gerade nichts.
Es ist eh krass, finde ich. Inzwischen habe ich das Gefühl, hat das wieder ein bisschen nachgelassen. Aber was Metroidvanias angibt, gab es ja eine Zeit lang eine irrsinnige Welle an neuen Releases und neuen... Ach so, doch, doch, natürlich sagt mir das was. Ich kenn's. Ja, das kenne ich. Das habe ich mir angesehen. Aber hab's noch nicht wirklich gespielt. Ich mag diese großen, langsamen Überkopfwaffen einfach. Man wird zwar dadurch auch empfindlich... Ah, Mist. Langsam halt. Aber die hauen rein und haben ordentlich Angriffsrahmen. Feld. Dingens. Das mag ich. Das finde ich gut. Ah, Abkürzung erschaffen. Ich könnte hier wirklich mal noch nach unten gehen. Da waren wir noch gar nicht. Ah, ihr nervigen Viecher. Geht weg jetzt. Mensch. Da haben wir jetzt unnötig viel Schaden gemacht. Verdammt nochmal. Das hätte nicht sein müssen. Neues Haarband. Das besser ist als das alte. Passt auch viel besser zum Kleid. Sehr schön. Und ich wollte auch gleich ein Heilmittel benutzen. Ja, oder zwei. Wahrscheinlich... nicht blöd. Ah, ich glaube, wir haben eine Fernwaffe bekommen. Cool. Die sind halt leider super schlecht. Machen halt leider keinen Schaden, aber... ich mag sie. Geheimer Raum mit 1000 Gold und maximale MP oder HP. Irgendwas ist gerade höher geworden. Finde ich gut. Da oben gibt es noch ein Zimmer. Da war ich auch noch gar nicht drin. Da geht es zwar nicht weiter. Ah, ein Speicherraum. Da hätte ich mir die Heiltränke sparen können, aber gut. Weiß man ja immer nicht. Take this! Der hält ja gar nichts aus. Oh, Peitsche. Ja, jetzt wird's hier Castlevania-mäßig, aber... aber ich glaube, die Peitsche ist schlecht. Ich habe die irgendwie nie benutzt, weil die ist langsam... und hat für eine Peitsche auch nicht viel Reichweite. Ich mag die Peitsche nicht, leider. Aber schauen wir mal. Die greift auch in einem komischen Radius irgendwie an. So ein komischer Halbkreis nach unten. Wow, das ist aber schon irgendwie. Habe ich den ganz schön schnell gekillt. Seltsam, seltsam. Die Knarre Seppelonita. Hä? Verstehe ich nicht. Für mich sieht's aus und klingt wie ein neues Castlevania. Ja, genau. Ist es ja eben auch. Ist ja auch von Castlevania Team. Mensch. Team Mensch. Schöpfer. Nur ohne Lizenz. Es ist Castlevania ohne Lizenz.
Eigentlich ist die Peitsche gar nicht so schlecht. Ich weiß nicht, warum ich die nie mochte. Jetzt gerade finde ich die eigentlich ganz cool. Man kann sich halt wirklich lange nicht bewegen irgendwie, während ich die benutze. Aber gut. Unter der Peitsche stelle ich mir was Schnelleres mit mehr Reichweite vor irgendwie. Aber gut. Noch ein Speicher... Wie viele Speicherräume gibt es denn hier? Crazy. Später muss man teilweise ganz schön bangen immer. Damit man ein neues... neuen Speicherraum findet im Schloss teilweise. Okay, ich glaube, es ist Bosszeit. Die Tür sieht specialig aus. Oh oh. So, Sleeping Beauty. You've decided to awaken. Jeeple, tell me you didn't do this. It doesn't make any sense. How does it not? After all the sins humans wrought upon us? Johannes told me what they did to you. And you're right, it's horrible. But what you're doing now is just as bad. No! So there you are, very wrong. What the alchemists did was reshuffle our bodies. What I intend to do is reshuffle the world. I'd say I've earned the right. Ich kann das verstehen. Die World reshuffeln, ich kann das verstehen. Ich fange bei Minecraft öfter eine neue Map an, weil ich einfach nur ein neues... Ich meine, die Welt ist unendlich groß. Ich könnte auch einfach woanders hingehen. Aber ich will manchmal eine komplett neue Welt einfach haben. Kann ich voll nachvollziehen. Hallo, Sister, wie geht's? Join me, Miriam. You're the only one who understands the pain I feel. What it's like to no longer be human. What? I never thought I'd hear those words from you. I was the one that came to you broken, convinced I was a monster, and you told me... Wenn dieser Gebel gern die World reshuffeln würde, sollte er vielleicht einfach anfangen, Roguelites zu spielen. Das könnte so ein Binding of Isaac oder sowas. Und schon will er nicht mehr die Welt zerstören. Kann ich mir gut vorstellen. This is nonsense. Na gut, okay, dann halt nicht. War nur ein Vorschlag. You told me. Our power doesn't make us good or bad. Our choices do. Das wäre cool, der Cludo, aber leider geht das, glaube ich, nicht, dass man die Peitsche manuell rumbewegen kann, wenn man drauf bleibt. Genauso wie rückwärts Treppen runter moonwalken. Auch das geht leider in dem Spiel nicht. Da hat es ganz so gut wie die Original Castlevanias. Ist es leider auch wieder nicht. Da fehlen ein paar zentrale Features. I'd given up on my humanity, but you restored my hope. Don't you remember? Bei deiner PS4 steht, dass ich gerade Fallout 4 spiele. Ich habe die im Standby-Modus. Währenddessen läuft Fallout 4. Aber eigentlich ist sie nicht an, sondern in Standby. Aber vielleicht wertet die das trotzdem, als ich spiele Fallout 4. Kann schon sein. Master Jeeble, we must return. Yes. Miriam, I tire of reminiscing with you. You're here to kill me, aren't you? Then first prove you can find me. Along the way, you'll have no choice but to absorb shards and avail yourself of the powers of hell. If you can still claim to be human at the end of it all, then perhaps I might be more inclined to listen. Come, Gregory. We're leaving. Debo, wait! Bosszeit. Au. Ich habe das Gefühl, ich mache nicht so viel Schaden irgendwie, ne? Feuerbälle vielleicht? Feuerbälle sind gut. Feuerbälle sind gut. Aber ich habe halt auch nicht so viel Mana. Ja!
Okay. Dann bleibe ich wohl einfach hier stehen. Oh, Mist. Doch nicht. Ich hoffe, ich habe noch Heilung dabei, Mensch. Trank. Einen Trank habe ich noch. Kann man die Zutaten eigentlich auch roh essen? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Nee, das geht nicht, oder? Schade. Das ist schlecht. Ich habe nämlich sonst nichts mehr. Ich hoffe, der ist jetzt gleich tot, der Boss. Au, das war jetzt gerade eine gemeine Kombo, ey. Ich bin tot. Dammit. Vielleicht mochte ich die Peitsche deswegen nicht, weil man einfach doch nicht genug Schaden macht dafür, dass man nicht sehr mobil ist. In irgendeinem Smash Brothers konnte man die Silberpeitsche von Zeldas alter Ego... Ja, ja, doch, klar, Sheik, genau, Sheiks Peitsche kann man genauso rumwirbeln wie die Castlevania-Peitsche. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das beim neuen Smash Brothers auch mit den Figuren geht. Mit den Castlevania-Figuren. Aber hier geht's leider nicht, ich hab's gerade nochmal getestet. Na gut, dann nehme ich, glaube ich, mal das Claymore. Das mag ich einfach doch lieber. Es ist zwar auch genauso langsam, aber es haut wenigstens ordentlich rein. Bosszeit! Das kennen wir schon, danke. Das kennen wir auch schon, danke. Das kennen wir auch schon, danke. Das kennen wir auch schon, leider. Aber das kann ich nicht überspringen. Nein, jetzt hau doch ab, Boss. Und die sind echt gemein. Autschi. Ich glaube, ich sollte hier eigentlich nicht so nah am Kopf stehen und so reinhauen. Das ist einfach keine gute Idee. Aber es funktioniert einigermaßen so gut. Ah, Mist. Jetzt sind die Gegner gespawnt. Ich sterbe schon wieder. Ich habe einen Trank. Okay. Das ist immer gut, wenn sie hier steht. Viel ungefährlicher. Ja, na also. Kablamo. I saw it. Just a flicker. That was the Jeeble I know. Oops. Bloodstained. So ist das. Tutorial abgeschlossen. We're here. Was this a village? What happened to it? The demons Jeeble summoned? They've moved faster than we hoped. Miriam, we have to hurry. This was where we were supposed to meet our contact. All right. But wait. Let me clear the area. There are still demons about. Okay. Was habe ich? Mein Claymore habe ich ausgerüstet, oder? Genau. Perfekt. Das mag ich. Ja! Ja! Ja!
Riesenratte! Patrouilliert die da einfach nur? Macht die auch irgendwas? Okay. Es gab in irgendeinem Castlevania für den DS diesen super coolen Trick. Man konnte da nämlich als Verbündeten Zombie beschwören. Und dieser Zombie war unsterblich, hat aber auch immer nur ein HP Schaden gemacht. War ziemlich nutzlos, aber ganz nett. Und es gab einen Raum, in dem sind immer wieder Skelette aus dem Boden gekommen als Gegner. Die haben nicht super viel ausgehalten, konnten einem aber nichts tun, wenn man sich auf so eine Plattform stellte. Kommen aber trotzdem Daumen von unten und wollten einen hauen, aber ne, wie die Ratte jetzt. Und dann gab es diesen super coolen Trick, dass man einfach dieses Zombie beschwört, das eigentlich nutzlos ist, das dann aber über Zeit halt trotzdem schafft, diese Skelette da unten zu killen und immer wieder ein bisschen Erfahrungspunkte für einen sammelt, wenn auch nicht viel. Wenn man dann einfach den DS, aber am Stromkabel, sonst ist es blöd geendet manchmal, über Nacht oder den Tag lang hat liegen lassen, war man plötzlich 20 Level höher. Das war cool. Ja. Bitteschön. So. Machen wir weiter. Das geht nämlich hier leider nicht. Dawn of Sorrow könnte sein, das, wo man Karten, wo man Spielkarten bekommen hat, die man kombinieren konnte. Also, wo man Fähigkeitskarten bekommen hat von den Monstern, die man kombinieren konnte zu neuen Fähigkeiten. Das war ziemlich cool. Ich glaube, das kann schon sein, dass das Dawn of Sorrow war. Oh, thank you, Miriam. Bitte schön. You know who I am. And that means... I'm sorry we couldn't get here sooner, Dominique. So this is our contact. Yes, the church sent me. As you can see, I know a thing or two about expelling demons. Warte, ich google mal schnell. Dann kann ich es dir sagen. Ich glaube, es war Dawn of Sorrow, doch. Ich glaube schon. Da gab es auch moderne Waffen in dem Spiel in Dawn of Sorrow, oder? Also sowas wie Schrotflinten und sowas. Modernere Waffen. Wann spielt denn Dawn of Sorrow? Wikipedia. Setting, bla 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 bla, da steht keine Jahreszahl. Story, bla 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 bla, steht da auch nicht. Ich glaube schon, dass es das war. Wer weiß das schon so genau. Basiert auf einer wahren Begebenheit, meine Geschichte. Okay. An Exorcist. Then we're lucky to have you, Dominique. And the church you, Miriam. Thank you for guiding her here, Johannes. You wouldn't have asked if it wasn't important, but you should tell us why you need her. Miriam isn't one to shy away from danger, but she deserves to be armed with all the facts. Yes, very well. I told you when I contacted you that the Shardbinder Jebel is responsible for summoning the castle. Yes, there's no mistake about that. He admitted as much. What? You spoke to him? Then let me get right to the point. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen. Ja, genau. Portrait of Ruins könnte es auch gewesen sein, aber ich glaube nicht. Ich glaube, es war wirklich Dawn of Sorrow. Order of Ecclesia war es definitiv nicht. So viel kann ich sagen. Ist ja auch wurscht jetzt. So. I find it curious that the outpouring of demons facilitated by one Shardbinder just happens to coincide with the sudden awakening of the other Shardbinder after exactly 10 years. You're right, it is strange, but the church doesn't get to drag Miriam into this just because the timing is odd. Oh, do you decide for her then?
I asked you to bring her here so she could see the horrors that have befallen the village and make an informed choice. I have no intention of forcing you, Miriam. You don't have to. I gave Jeeble my word that I would stop him. What happened here only strengthens my resolve. Thank you, Miriam. I am sorry to put it on your shoulders. Pardon me. Oh, hello there. Are you all right? We didn't mean to ignore you. Oh ja, warte mal, da muss ich noch mal schauen. Ob es nicht wirklich... Mich würde nämlich schon selber interessieren, welches Spiel das wirklich war. Aber ich komme nicht drauf. Nee. Obwohl, war das vielleicht für ein Game Boy Advance? Könnte das sein? Ich... Will ich jetzt gar nicht ausschließen, dass es vielleicht auch für ein Game Boy Advance Circle of the Moon war. Möglich, ja. Möglich. Okay, ich such mal nach Castlevania Summoning Zombie. Schauen wir mal, ob in wie vielen Spielen das möglich war. Ob es da was dazu gibt. Summon Zombie, Castlevania Wiki. Schauen wir mal. Summon a Zombie, bla bla bla. With a Zombie Soul in Castlevania Dawn of Sorrow. Dann war es wohl Dawn of Sorrow und das mit den Karten bringe ich wahrscheinlich dann durcheinander mit dem anderen. Dann war es das mit den Seelen und nicht das mit den Karten. Dann haben wir es, glaube ich. I'm all right, thank you. You are quite welcome. Do you have a name? Dawn of Sorry, genau. Anne. Damn, I'm sorry. What a lovely name. Anne, you shouldn't be out here. Let me take you somewhere safe. Oh, all right. Come on, this way.